Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier auf Bad Nauheim TV und zur vierten hessischen Landesgartenschau, zur ersten in Bad Nauheim, unter dem Motto, draußen ist alles drin und heute ist wirklich alles drin. Das Wetter spielt mit und Sie hören schon hinter mir Live-Musik, die ihre Klänge vorauswirft zur Eröffnung heute, zu der zahlreiche prominente Menschen aus Politik und Wirtschaft geladen sind. Auch der Ministerpräsident Roland Koch wird da sein, wird die Landesgartenschau in Bad Nauheim eröffnen. Es gibt hier auf 38 Hektar viel, viel, viel zu entdecken, zu erleben, zu staunen, zu spielen, zu schnuppern. Also alles ein Fest für die Sinne. Kommen Sie her, machen Sie mit, sind Sie dabei. Wir freuen uns auf Sie. Bis dann. Auch schön, dass Sie sich kurz Zeit nehmen für Bad Nauheim TV. Mitmachen, erleben, das ist das Motto der diesjährigen Landesgartenschau. Ganz ehrlich, haben Sie wirklich Zeit dafür, ein bisschen privat über das Gelände zu gehen? Also die Eröffnung ist eine ganz schlechte Gelegenheit, um wirklich Einzelheiten zu sehen. Und deshalb, meine Frau und ich haben uns fest vorgenommen, wieder herzukommen. Meine Frau sagt sogar, sie kommt mehrfach wieder hierher. Also ich bin ganz sicher, wir werden Gäste in Bad Nauheim in diesem Jahr sein. Das wird uns sehr freuen. Und wie sieht Ihr weiterer Tag heute aus, wenn ich Sie ganz indiskret fragen darf? Sie haben ja viele repräsentative und natürlich auch Regierungspflichten. Was machen Sie jetzt im Anschluss? Ja, also zunächst mal nehme ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit, die Gartenschau mit einem Rundgang zu sehen. Ich will ein bisschen auch selbst ein Gefühl dafür haben, was wir da eröffnet haben. Aber ich muss heute Nachmittag nach Wiesbaden zurück. Ich habe heute Mittag dort noch Termin und heute Abend ist ein repräsentativer Termin im Rheingau, der Ball des Weins. Der ganze deutsche Wein kommt dort zusammen. Dort wird von der Rosenkönigin sozusagen gesprochen werden und die Weinkönigin da sein. Aber das ist mir sehr wichtig, weil ich mich ja sehr um den Rheingauer Wein kümmere. Und insofern ist es ein Tag, der sehr viel mit Natur und Landschaft zu tun hat. Aber das ist dann keine Pflicht, das ist auch ein bisschen Kür, oder? Bei aller Verpflichtung. Der Vorteil in meinem Beruf ist, dass man das nicht so genau unterscheiden kann, auch gar nicht so genau unterscheiden darf. Wenn mir das nicht Spaß machen würde, würde ich es nicht machen. Das sind viele Sitzungen in vielen Räumen, aber das sind auch sehr, sehr schöne Ereignisse dabei, die auch zu der Aufgabe gehören, natürlich. Und ich habe noch zwei Fragen. Sie sind gerne im Rheingau, das ist bekannt, aber sind Sie mindestens genauso gerne in der Wetterau? Ja, ich bin sicherlich nicht ganz so oft in der Wetterau wie im Rheingau, was zum Beispiel daran liegt, dass ich viele internationale Gäste treffe, die sich entschieden haben, dorthin zu kommen und ich dazugehe. Aber ich bin eben aus der Landschaft des Vordertaunus kommend, seit meiner Kindheit immer oft in der Wetterau gewesen. Ich bin ein Freund der Streuobstwiesen, ich gehe hier gern durch die Landschaft, ich habe hier gute Freunde und insofern werde ich auch in der Wetterau weiterhin sehr häufig Gast sein. Das hören wir gerne. Und eine allerletzte Frage noch. Kann man Sie sich auch vorstellen, bei so einem herrlichen, strahlenden Sonnenschein, hemdsärmelig am Grill abends oder im Garten? Haben Sie einen eigenen Garten, den Sie auch selbst so ein bisschen bestellen? Wir haben einen Garten, den meine Frau mehr bestellt als ich. Ich bin da mehr für die groben Arbeiten zuständig. Mehr Zeit habe ich auch zugegebenermaßen nicht. Aber natürlich können Sie mich auch als privaten Menschen sich vorstellen. Wenn ich im Dienst bin, bin ich allerdings auch im Dienst. Das ist ganz klar. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Alles Gute erstmal. Dankeschön.